Herzlich willkommen zu einem Konzepttest der physikalischen Chemie zum Thema Elektronen- und Ionenleiter. Die Fragestellung lautet, welche Aussage stimmt nicht? A. Flüssiges Quecksilber ist ein Leiter zweiter Klasse. B. Polyanilin ist ein Leiter erster Klasse. C. Reines festes Silizium ist ein Leiter erster Klasse. Oder D. Festes Zirkondioxid ist ein Leiter zweiter Klasse. Kommen wir zuerst zu den Unterschieden. Geschieht der Ladungstransport über Elektronen, so spricht man von Leitern erster Klasse. Dazu gehören beispielsweise Metalle, Halbmetalle und leitfähige Polymere. Sind jedoch Ionen für den Ladungstransport verantwortlich, so spricht man von Leitern zweiter Klasse. Hierzu gehören zum Beispiel Elektrolyte, Salzschmelzen und auch Kunststoffe. Sie können sowohl fest, flüssig sowie gasförmig sein. Leiter erster Klasse. Bei Metallbindungen liegen die Elektronen immer in einem freien sogenannten Elektronengas vor, da sie von mehreren Metallatomen genutzt werden. Dieses Elektronengas ist negativ geladen und hält die positiven Atome zusammen. Wird nun eine Spannung angelegt, so fließt der Elektronenstrom vom Minuspol zum Pluspol. Der Leiter hat einen negativen Temperaturkoeffizient, das heißt, dass bei Erhöhung der Temperatur die elektrische Leitfähigkeit abnimmt. Leiter zweiter Klasse. Der Begriff Ion kommt aus dem Griechischen und heißt Wanderer. Positiv geladene Ionen heißen Kationen und negativ geladene Ionen heißen Anionen. Sie werden immer von einer Ionenwolke umgeben. Wandert ein Ion allerdings in wässrigen Lösungen, dann wird es von einer Hydrathülle umgeben. Da die Ladungen bei der Ionenleitung verloren gehen, muss jedoch immer für Nachschub der Ionen gesorgt werden. Ionenleiter haben einen positiven Temperaturkoeffizient, das heißt, bei Erhöhung der Temperatur nimmt die elektrische Leitfähigkeit zu. Kommen wir zur Ionenleitung. Im festen Zustand bilden die Ionenverbindungen Kristalle. In diesen Kristallen sind Ionen nicht direkt frei beweglich und leiten somit auch nicht bzw. nur sehr schlecht. Im gelösten oder geschmolzenen Zustand sind die Ionen jedoch frei beweglich und wird eine Spannung angelegt, so wandern die Anionen zur Anode und die Kationen zur Kathode. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass Elektronenleiter bessere Leiter sind als Ionenleiter. Kommen wir zur Beantwortung der Frage. Antwort A, flüssiges Quecksilber ist ein Leiter zweiter Klasse, stimmt nicht, da es ein Metall ist und der Ladungstransport über Elektronen erfolgt. Somit ist Quecksilber ein Leiter erster Klasse. Leiter erster Klasse haben zwar überwiegend den festen Aggregatzustand, was aber nicht zwingend für den Ladungstransportmechanismus verantwortlich ist. Antwort B. Polyanilin ist ein Leiter erster Klasse, stimmt. Hier erfolgt der Ladungstransport ebenfalls über Elektronen. Organische Stoffe und Polymere sind zwar überwiegend Nichtleiter, aber bei geeigneter Bindungsstruktur lassen sich auch in diesen Molekülen Elektronen über weite Strecken delokalisieren. Die Leitfähigkeit des Polymers wird durch konjugierte Doppelbindungen erreicht, die eine freie Beweglichkeit von Ladungsträgern im dotierten Zustand ermöglichen. Meist wird den Polymeren Aluminiumflocken oder Ruß hinzugegeben, damit sie zu Leitern werden. Antwort C. Reines festes Silizium ist ein Leiter erster Klasse, stimmt. Es ist ein Leiter erster Klasse, da es ein Metall ist und der Ladungstransport über Elektronen erfolgt. Reines undotiertes Silizium hat einen relativ hohen elektrischen Widerstand, da sich bei Raumtemperatur sehr wenig Ladungsträger im Valenzband befinden. Dies ist sehr ungewöhnlich. Ein Leiter erster Klasse hat normal einen sehr geringen elektrischen Widerstand, was aber nicht zwingend für den Ladungstransportmechanismus ist. Antwort D. Festes Zirkondioxid ist ein Leiter zweiter Klasse, stimmt. Der Ladungstransport erfolgt hier über Sauerstoffanionen. Leiter zweiter Klasse haben zwar überwiegend den flüssigen Aggregatzustand, aber unter bestimmten Voraussetzungen ist die Leitung auch im Festkörper. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.